Gerade aktuell habe ich so Bock auf Hacks und Randomizer-Projekte. Ist mega. Also wir werden da auch ordentlich noch reinschallern, was das angeht. Wir werden richtig viele Hacks noch auspacken. Gerade von Ocarina of Time habe ich gemerkt, da gibt es so viele Hacks noch, die wir nicht gespielt haben. Und Randomizer, die wir noch machen werden. Und ich habe auch richtig Bock drauf, da mal so einen richtig gottlosen Randomizer von Ocarina of Time zu starten, wo wir mit 3 Herzen und doppelt Schaden oder sowas spielen und dann noch mit dem Death Wheel. Ich glaube, darauf habe ich Bock drauf. Ich werde das jetzt bereuen, dass ich das so sage, weil ich jetzt schon manchmal rumeiern bin, aber ich habe Bock drauf. Ich habe da echt Bock drauf. Bin gespannt, was wir da alles Schönes erleben werden. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in den Brunnen. Ich habe Ocarina of Time auf meiner GameCube. Wollen wir Epona mal rufen? Was ist dein Lieblings-Zelda-Teil? Auf jeden Fall der hier. Also, Ocarina of Time steckt nix. Danach hätte ich schon eigentlich Twilight Princess gesagt, ja. Ach so, klar, ich muss ja... Ah, ich bin so doof. Danke, Jens. Danke für die Erinnerung. Warte mal. Ich werde dich auf jeden Fall bei den Projekten begleiten. Dankeschön. So. Ja, Jens, ich habe mich ein bisschen verlabert gerade. Stimmt, ich muss ja erstmal wieder Kind werden. Weil, ah, oh, das ist auch geil. Als Kind kann ich ja wieder die Hasenohren verwenden. Oh, schön. Schön, schön, schön. Hätten wir vorher festmachen müssen? Was hätten wir vorher festmachen müssen? Steht eigentlich fest, wann die Switch 2 rauskommt? Ich habe leider lang nichts gehört davon. Meine sind Link's Awakening, Minish Cap und Between Worlds. Sind auch neue Projekte. Spiele ich auch gerne. Between Worlds gibt's auch einen Randomizer, den können wir auch mal zocken. Ob wir beim Failen mit der Sonne plus 5 Minuten bekommen? Wie jetzt? Aber wir haben doch schon gerollt, oder? Bei wie viel sind wir denn eigentlich? Wir haben beim Boss schon mal gerollt. 1-2 Mal. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, wie oft insgesamt. Hat da jemand aufgepasst? Wenn nicht, mache ich 10 Minuten? Junge Link ist gleich flinker. Ja, das ist so geil. Morgen um 8 Uhr morgens kommt die Switch 2 raus. Aber nur, wenn Chris so lange streamt. Ich glaube nicht. Es waren 2 Rollen. Okay, also machen wir plus 10 Minuten. Ich finde, Hasenohren könnte auch einfach der erwachsene Link haben, oder? Was du aber wieder spielen musst, ist Spirit Tracks auf dem 3DS. Ja, mit Sicherheit. Weil ihr hören wollt, wie ich puste, ne? Boah. Ganz ehrlich, wenn das nicht wäre bei Spirit Tracks, dann... Locker. Gerne würde ich das machen. So, warte mal. Ich muss das Kokiri-Gewand noch ausrüsten. So, los geht's. Ich muss an Essen denken. Jetzt, die ganze Zeit. Warum? Wegen dem Rindfleisch? Oh, so gut. Ich hab so Bock drauf. Okay. Tschüssi, du Riesenpenis. Waren wir hier drinne schon? Wir waren noch nicht hier drinne, ne? 5 Minuten wegen falschem Gewand. Ey, ich kann doch nichts dafür, wenn er das schon anhatte. Als Erwachsener habe ich es ausgerüstet. Ich kann doch nichts dafür. Gucken wir mal, gucken wir mal. Ja, wenn wir noch irgendwo was haben, wo wir unentschlossen sind, dann gebt ihr mir 5 Minuten. Ansonsten bleibt es erstmal dabei. Ist doch fair. So. Die müssen wir klatschen, oder? Wie hat er den Gegner gerade genannt? Hä? Das sieht man doch, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, was ihr da habt. Also bei mir
Als ich das Game gezockt habe damals, ne, das waren bei mir immer die Riesenpullermänner. Ich weiß nicht, wie ihr die genannt habt, aber bei mir sah das nie aus wie ein Raubschleim. So, One-Hit einfach. So. Tür geht nicht auf. Verdammt. Okay, wir müssen erstmal irgendwas finden, wie wir die Tür aufkriegen. Dahinter müsste ja der Hirnsauger sein, theoretisch. Vorher muss man das Ding aber erstmal aufkriegen. Wieder die Hymne der Sonne, um sie zu betäuben. Ich glaube, das funktioniert nicht bei den Mumien, oder? Bei den normalen Zombies funktioniert das, glaube ich, aber bei Mumien glaube ich nicht. So, hier ist auch eine Tür. Was ist, wenn die flach sind? Wer ist flach? So, da haben wir einen Schalter. Das könnte vielleicht mit dem Schalter klappen. Oder alle Zombies töten. Ist auch eine Möglichkeit. Wie man die Tür aufmacht, musst du alleine rausfinden. Mehr Tipps willst du ja nicht. Nee, am liebsten ganz wenig Tipps. Aber danke auf jeden Fall. Bei Raubschleim immer im Stream dran gedacht. Wollte es nie sagen. Ja, aber ist ja so, oder? Ganz ehrlich. Das sind einfach Riesenpullermänner. Es ist einfach so. Stimmt, ich muss am Rad drehen. Danke. Wir haben einen neuen Dungeon betreten. Ariana, so muss es jetzt gehen, wie ich verlasse, was ich verpasse. Ich verlasse was Spannendes. Also verpasse was Spannendes. Glück gehabt. Haha, geil. Bis dann, Ariana. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Oder kommst du nochmal wieder? Oder bist du nur essen? Oder wie ist das gerade? Bestimmt kommst du nochmal wieder, oder? So, was ist das? Warum kann ich das anvisieren? Kann ich mit ihm reden? Nö. Such a lovely place, such a lovely face. Aha. Mach mal eine Umfrage. Okay, pass auf, mach mal jetzt. Umfrage starten. Sehen Raubschleime wie P-Männer aus? So. Bitteschön. Viel Freude damit. So, hier drinnen waren wir ja schon. Nein. Nein? Ja. Haben wir hier irgendwo unsichtbare... Hier sind doch bestimmt irgendwo unsichtbare Wände. Ich laufe mal an der Wand lang. Den Geist hau ich auch mal kurz weg, oder? Danke, diese Umfrage braucht die Welt. Komm. Erscheine. Boah, One Hit. Nice. Okay. Hier habe ich jetzt erstmal nicht... Oh. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir ja auch eine Tür, die nicht aufgeht. Ja, toll. Also Toni, die Frage möchte ich nicht beantworten. Gibt's halt, ne? Manche brauchen's, manche nicht. Okay. Ja, da müssen wir auch irgendwie... Richtige Antwort. Okay. Hier gibt es auch keine Möglichkeit. Also ich weiß halt noch, wir waren ja beim letzten Mal in so einem blöden Raum, wo wir nicht weiterkamen. Ihr hattet aber auch gesagt... Warte mal. Ist der ja wieder da? Ihr hattet ja auch gesagt... Die Zombies sind auch alle wieder respawned. Shit. In den Kommentaren wurde geschrieben, ist eigentlich nicht möglich, dass man da einfach feststecken kann. Also muss bestimmt irgendwo einen Schalter geben, wo man weiterkommt. Generell ist das auch möglich.
Oh, hier. Ist auch. Und da ist noch eine Wand davor. Mann, überall Gitter. Ich meine, wir haben die Karte, ne? Kommen wir hier weiter? Hier kommen wir weiter. Kannst du den Hügel wegbomben? Müssen wir gleich mal ausprobieren. Muss mir dann nur noch mal sagen, welchen Hügel. Mana. Okay, wir gehen erstmal hier rein. Ich habe den Stream ja leider verpasst, wo du die Brunnen warst. Daher bin ich nicht so auf dem Stand. Also ich bin da nur irgendwo in ein Loch reingefallen damals und Bidim. Und dann sind wir festgesteckt. Und dann hatte ich gesagt, nö, lass mal das lieber mit dem Brunnen. Und das war es eigentlich schon. Also mehr war da nicht wirklich im Brunnen. 65. Wann gibt's das nächste? Was meint ihr? Wann gibt's die nächste Belohnung? Achso, jetzt kommen die ganzen Zombies da raus, ne? Die ganzen Mumien. Oh, morgen gibt's Carbonara. Das ist auch geil, ja. Carbonara. Kevin? Was ist mit Kevin? Mit 100? Meint er mit 100 erst? Zeldas Wiegenlied haben wir schon, ja. Ich hole sie erstmal alle raus, oder? Das macht ja gar keinen Spaß. Und dann müssen wir mal gucken. Vielleicht ist da irgendwo ein Schlüssel drin. In den Gräbern. Erst wenn ich 100 Skuldis habe. Oh. Ist halt schon viel. Oh oh. Er ist einfach durch mich durchgeflogen. Na toll. Nein! Der flammende Popper! Ah. Schlüssel! War da einer, ja? Hey, sag mal! Was passiert hier? Sag mal, was macht der denn mit mir? Die ganze Zeit hat das geklappt. Es ist hier einfach so. Okay, komm. Kannst du jetzt mal sterben, du Zombie? Okay, wir haben ihn. Oh Gott. So. Ledermäuse. Nochmal Schaden bekommen, leider. Da war Schlüssel im Grab. Okay. Das passiert gerade so viel auf einmal, ja. Hier bin ich. Natsu, was wolltest du? Zelda, irgendwas wolltest du? Ich wollte nichts. Ich habe nur vorgelesen. Weil jemand Kevin geschrieben hat. Ah, okay, hier. Ich dachte kurz, du sagst anstatt Zombie. Na mal, sowas würde ich doch nie sagen. Also, solche Fachbegriffe. Also, Penis und Pullermann ist ja okay, aber Haso? Nee, sowas sagt man nicht. Benutzt man den Fledermäusen Degonüsse, stimmt. Könnte man eigentlich machen. Schaut dir mal die Hauptfigur an. Was die Haupt... Ach, den Hauptflur, den Boden an. Vielleicht fällt dir was auf. Im Hauptflur den Boden. Also nicht hier, sondern draußen, ne? Oh Gott, die sind alle wieder da. Bin alt und auf den Ohren blind. Das ist okay. Ich bin auch alt. Ich fühle mich manchmal so. Ich soll draußen auf dem Boden achten. Tschüss, Zombie. Weil? Ich meine nur... Ah, ne, habe ich schon gespielt. Zelda's Wiegenlied haben wir schon gespielt. Schlümpfe? Wie Schlümpfe? So. Hä, hey, warum ist er jetzt nicht gestorben? Ich bin so froh, dass ich so viele Stöcke habe, ne? So, jetzt haben wir. Wenn Zelda Junge alt ist, dann bin ich uralt. Ja, nee. Okay, ich bin nicht alt. Wir sind nur ein paar Jahre auseinander. Also, Zeldas Wiegenlied macht ja nur das Wasser weg. Ne, das haben wir ja schon gemacht. Also, das hat man damals schon gemacht, als wir ganz kurz mal hier im Brunnen waren.
So, und jetzt haben wir ja immer noch nicht. Aber ich würde sagen, wir können jetzt hier durchgehen. Du bist noch unter 30, oder? Ja, ich bin noch, ich bin 27. Ich werte im Oktober 28. Aber dauert ja noch ein bisschen. So. Nächster Raum, neuer Raum. Schauen wir mal. Oh nö. So, komm, wir sind jetzt mal ein bisschen schlau. Was sehe ich da? Was sehe ich? Oh Gott. Ich versinke im Wasser. Ich versinke im Wasser, ja. Ich versinke im Wasser. Ich versinke im Boden. Krabbelminen. Gott, alles Küken hier. Hier irgendwo. Ich glaube, man kann hier alles aufsprengen, ne? Wo ist da Wasser? Ich im November 36. Ich brauche schon wieder einen Schlüssel? Nein! Okay, wir können hier auf jeden Fall ordentlich was wegsprengen. Du musst den Feuerinferno einsetzen. Ja, Jens, jetzt kommen doch schon wieder die Tipps. Aber danke. Dann machen wir das mal. Wie alt, wenn ich fragen darf, Rodando? Okay, ist ein Skulti. Shit, ich habe die Skulti verpasst. Nein! Schon wieder so eine. Komme ich da noch ran irgendwie? Warte mal. Hä? Nein, ich habe gerade nur gesehen, wo du die Fledermäuse getötet hast. Achso, da hat was durchgeschimmert oder wie? Haben wir da noch... Ne, da. Ich bin, glaube ich, durch ein anderes Loch gefallen, oder? Ich fliege im Sommer nach Dubai. Sag mal, hä? Wo ist denn das Goodie-Symbol? Durch welches Loch bin ich denn gefallen? Ich weiß nicht, was da los ist. Leute? Durch welches Loch bin ich gefallen? Hä, es ist nirgends zu sehen. Verstehe ich nicht. Tülü. Die betteln sich hier gerade alle wegen ihrem Alter. Ich mache jetzt mal die Kiste auf, ha? Oh, der Kompass, das ist gut. Hä? Ich verstehe es nicht. Verstehe es einfach nicht. Okay, vielleicht müssen wir dann einfach nochmal springen. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Okay, wir brauchen ja sowieso erstmal wieder auch einen Schlüssel. Hier mal schöne Bomben. Ich mag keine Zombies. Selbst die Verwirrung ist verwirrt, ja. So. Nein! Ja! Okay, wir haben ihn. Nee, warte mal. Wir machen mal das hier, ne? Hab eine Verabredung mit Freunden, komm in 20 Minuten wieder, viel Spaß. Ey, Toni, schön, dass du da warst, freu mich auch. Freu mich auch, was? Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und hoffentlich bist du beim nächsten Mal wieder mit am Start. So. Den Zombie, den hitten wir jetzt schön, ne? 62% mit Ja bei der Umfrage. Okay, dann beenden wir die mal, würde ich sagen. Umfrage beenden. Dann wisst ihr ja jetzt, wie wir den jetzt immer nennen, ne? So. Zack. So, hier sind wir nämlich, ne? Da sind wir irgendwie runtergebackt und dann kam man nicht weiter. Boah, ich verstehe nicht genau. Oh. Sehr schön. Und tschüss. Sehr gut, da haben wir sie. Okay. Wir bräuchten langsam mal ein bisschen Healing, ne?
zu langsam. So allmählich. Oh shit. Hä? Das macht's jetzt nicht besser? Ja. Okay. Viele Gitter sind aufgegangen. Das ist gut. Auch das Gitter. Da oben ist ein Schlüssel. Komme ich da hin? Da muss ich runterfallen bestimmt, ne? Spiele by the way gerade Terraria. Ne, Terraria. Und meine beste Waffe sind ein Morgenstern über 70 Damage und eine Feuerblume, die 50 Damage macht. Und pro Angriff auch nur 12 Mana verbraucht. Hab 200 plus 60. Heilung ist was für Anfänger. Okay. Nächste Schatzkiste. Ich warte nur drauf, dass da eine Falle drin ist. Ey, geil, noch ein Schlüssel. Frage ist, wie viele Schlüssel brauche ich? Probier's mal mit dem Steinblock, der da steht. Okay. Machen wir gleich. Ach so, wegen dem Schlüssel. Da muss ich den bis dahin schieben. Geht auch so. Zack. Ich hätte gern einen Mond da draußen und nicht die Sonne. Menno, wie soll's erst im Sommer werden? Magst du den Mond lieber? Okay. Rad drehen bitte. Alles klar, Susanne. Let's go. Noch ein Herzchen. Stimme verändert beim Lesen des Chats. Okay, das ist okay, das ist okay. Das tötet mich nicht. Nächste Woche wird zum Glück wieder, wird es wieder kühler, Eva. Ja, auf jeden Fall. Das Lied, der letzte Schritt, sieht ein bisschen komisch aus. Ich fand den im Original schöner. Nee, Kevin, heute kriegst du was anderes. Heute kriegst du eine andere Stimme. Wuhu! Kevin, der Minisänger ist wieder da. Oh nein, es gibt Fallen. Das war Karma. Jetzt wird es lustig. Ich bin der ultimative Dämon. E.N.D. Okay, hier waren wir auch schon. In dem Abschnitt.